Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Ja, wir werden jetzt, glaube ich, zur Endurance zurückkehren, wo wir vielleicht Alex finden werden, der sich ja auf den Weg gemacht hat. Ohne uns natürlich. Da waren eben Tomaten. So. Ich glaube, dass da drüben ist sogar die Endurance. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. So, Lara, dann mal rüber da. So. Einwandfrei. Tja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber, wa? Dort wird uns bestimmt schon einiges erwarten. Aua. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Irgendwie kann ich von hier aus nicht schießen. Ach du Scheiße, ist der dick. Aus dem Weg. Ja, mach mal, Digga. Der erinnert mich ein bisschen an Mr. T. Nur ein bisschen größer. Hab ich dich. Oh. Ja, komm. Ach du Scheiße. Oh. Ich glaube, der Typ mag uns nicht. Okay, wir packen mal die Schrot aus. Das war zu früh. Aber zum Glück tut uns ja nicht. Boah. Der Pfeil ins Knie und. Ach, schon wieder zu früh. Verdammt, ich bin zu hektisch. Okay. Schnack. Da kriegst du auch nochmal einen ins Knie. Digga hält ganz schön aus. Jetzt aber. Ganz ruhig. Gut. Ab. Und nochmal. Steigklemmantrieb. Benutzen Sie das... Ja, okay. So schnell konnte ich es nicht lesen. Benutzen Sie das Seilaufstiegswerkzeug, um mit Seil umwickelte schwere Objekte heranzuziehen. Wie geil. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich immer sage, ja, wie geil ist das denn bitte? Aber es ist natürlich irgendwo was Geiles, was Tolles, weil es ja neu ist. Gut es dann wirklich ist am Ende, ist halt so eine andere Sache dann. Okay. Boom. Okay, das sah lustig aus. Finden Sie Alex. Okay, ja. Ich bin wieder da. Wir geben mal unser Bestes. Ich
so viel passiert. Oh ja, Lara. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Ja, so sieht's aus. Aber da steht Lara mit Notizbuch. Lern lesen, Sam. Nein, war ein Spaß. Ist ja egal. Das ist von Sam aus dem Abenteuer mit Lara. An dieses Abenteuer wird sich keine von uns erinnern wollen. So, das denkt Sam darüber. Ich denke aber... Okay, von den beiden weiß ich nicht, ob sich irgendeine dran erinnern möchte. Oh shit. Wie gesagt, wir nehmen mal hier die Pistole. Wir haben ja so einen tollen Schalldämpfer da drauf. Das Schiff beginnt zu sinken. Wir können sie einfach am Start lassen. Gib mir mal einer! Frei zu starten! Was? Jetzt stirbt! Pfeil ins Knie, haha. Wow. Schnell weg hier. Na, komm schon. Das hat nicht ganz gut geklappt irgendwie. Ich hab den nicht mehr gesehen. Da drüben. Wo? Ah, da unten hockt einer. So, dann haben wir den auch. Du hast bestimmt Muni. Na klar hast du Muni. Hier finden wir noch ein paar Pfeile. Den Baum mit. Und mal runter hier. So. Der hat auch ein bisschen Munition. Sehr schön. Oh mein Gott, ist das da unten etwa Wasser? Gefällt mir nicht. Alex, bist du hier drin? Ich möchte ja nichts verraten, aber ich glaube nicht, dass er hier unten ist. Ouch. Irgendwas müssen wir das Ding da wegkriegen. Lara, der Haken ist doch an einer Schiene. Vielleicht kannst du damit die Kabel bewegen, die die Tür blockieren. Was? Sorry, aber... Ich check grad nicht. Ah. Ha. Okay. So, wie bewegen wir das Ding? Gibt's
ja nicht irgendwie eine Steuerung oder so dafür. Ja. Vielleicht kannst du damit die Kabel bewegen und die Tür blockieren. Ich muss da rauf. So geht's natürlich auch. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Was? Oh ich ja. Ich muss irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Hm. Okay. Ich bin gerade noch ein bisschen planlos, aber ich würde sagen, wir schauen uns das einfach in der nächsten Folge an. Bis dahin. Servus.